Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. So, bevor ich jetzt hier starte, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde in diesem Karton wieder starten, also nicht in dem Karton, aber wenn alles klappt. Ich habe das letztes Mal versucht und habe dann noch geschafft, aus diesem Karton rauszukommen und weiterzuspielen. Ich habe das jetzt, die Aufnahme beginnt jetzt wieder in diesem Karton. Ich hoffe, wenn es nicht klappen sollte, dann müssen wir die Ladefrequenz laden, die ich weitergespielt habe. Da habe ich aber leider weitergespielt. Dann schauen wir mal. Wenn das jetzt nicht klappt, schauen wir mal. Sonst muss ich jetzt andere Teile laden, wo ich es geschafft habe. Schauen wir mal, was er sagt. Okay, gucken wir mal. Ja, wir sind draußen. Das bedeutet, wir müssen erstmal gucken. Wir haben nämlich jetzt nur einen, den wir hier schießen müssen. Da ist er. Okay, dann haben wir ihn doch. Dann haben wir ihn doch. Weil ich kann ihn jetzt hier nicht mehr speichern. Jetzt werde ich das machen, was ich letztes Mal gemacht habe. Alles hier looten. Erstmal ihn hier. So. Dann geht es nachher gleich weiter. Hallo. Okay, dann wird es wahrscheinlich klappen. Ey, komm, ey. Ich will den jetzt aufnehmen. Warte mal, ah ja, genau, das ist nur von der Seite, glaube ich. Nee, war das andere Seite. Hallo, ich will die Waffe. Ah, da ist er. Okay, jetzt hab ich's. So, dann war das auch wieder. Hab ich alles schon gemacht, offscreen. Aber ich muss ja euch, ich will ja euch ein bisschen da nochmal zeigen. Genau, dann geht's hier weiter. Hier war auch noch was. Achso, hier unten, ne? Da ist auch ein. Dann der schöne Hammer hier. Ein geil ungewöhnlicher Hammer. Total geil. Den nehmen wir natürlich auch. Dann hier Feuerzeug. Dann haben wir den schon mal gelootet. Jetzt kommt das nächste. Ach, hier noch. Schöne Katana, aber leider nicht das, was war ein schönes. Da können wir gut verkaufen. Funktion. Glaube ich. Nein. Okay, dann gehen wir rein. Das war doch schon. Ich bin immer noch auf Kriegsmodus. So, jetzt kommt das ganze Loot wieder. Also wieder Loot. Aber ich will euch das einfach mal zeigen. So. Das Beste ist, hier, der Typ hier, den müssen wir gleich tragen. Den Trageblade. Der hängt jetzt hier in dem Teil drin. Das habe ich bis jetzt noch nicht richtig hingekriegt. Der lebt noch. Ja, aber den erschießen wir doch nicht. Weil der lebt. Das hier kann man aufmachen. Ja, kann man aufmachen, ist aber leider nichts drin. Aber cool. Und jetzt haben wir hier natürlich jede Menge Zeug, die wir noch nutzen können. So, habe ich nämlich alles schon gemacht. Oder soll ich euch nicht? Also gut, das sind ja noch viele Sachen, die man lesen kann. Stimmt, das wollte ich euch jetzt auch zeigen. Hier noch mal zu gucken. Auch wieder ungewöhnlich, richtig cool. Gehen wir hier entlang. Hier noch was zu looten. Ah, ich weiß was, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich loote das jetzt alles wieder. Ich werde euch da nicht von freisprechen, dann müssen wir halt das Ganze machen. So, dann haben wir hier noch was zu lesen. Hier haben wir hier schon mal das erste was zu lesen. Bei hier. Hier noch was zu lesen. Wie gesagt, das könnt ihr selber lesen. Ich habe ein bisschen was gelesen, deswegen geht das ja Afterlife und so weiter. Ihr müsst halt nur Pause machen. Dann haben wir hier noch was. Wie gesagt, das kenne ich jetzt alles. Okay. Stressball. Jede Menge. Jede Menge.
So, als ich dann Torkels mache, werde ich ihn jetzt, gehen wir jetzt hier hin. Nutzen wir das mal. Machen wir Nachrichten. Schulden. Aber es hat funktioniert, als ich nach Hause gekommen bin. Ich habe echt lange gebraucht, ey. Aber da hat es gerade funktioniert, keine Ahnung warum. Deswegen tut mir leid, dass es kurz war, die letzte Folge. Aber ich habe dann das unterbrochen, dann besser. So, haben wir hier dann das Datum. Ja, der Ripper hat mir den Zugheber weggegeben. So weiter. Da passt er. Okay. Wieder mal dran. Auswählen in der Nachricht und Preise callen, das haben wir nicht gemacht. Also das haben wir wieder gemacht. Wir haben ja alles gemacht. Jetzt gehen wir hier weiter. Schauen wir mal, hier haben wir noch. Hier haben wir noch was. Archivision. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Ich glaube, hier oben war auch noch was. Das hatte ich, glaube ich, gefunden. Aschenbecher, ja. Das war's auch schon. Was war das? Ach, Neustab. Feuchttor habe ich verstanden. Verbinden wir uns jetzt mal hier. Schauen mal, ob wir es wieder schaffen. 1C. 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 Das war habe ich das erste Mal auch geschafft. Okay, alles klar. Dann haben wir, da habe ich nichts verloren. Okay. Ich hoffe, vor 2 Tagen habe ich das gemacht. Abends spät, einfach so aus Vollerei. So, dann haben wir hier, komischerweise kommt dann wieder ein paar Sachen hier. Oder ist das normal, dass dann plötzlich der Dach auftaucht? Okay, gehen wir da drauf. War aber nicht. Hier waren wir auch. Letztes Mal war kurios, da habe ich, da kam plötzlich eine Meldung von YouTube, dass eine Folge sexuell zu sehr anspielend gewesen wäre, die würden die löschen. Da war aber keine sexuelle Anspielung, da war nur gerade ein Bild, wo ich nochmal auf dem Monitor da, glaube, da war nicht viel, bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber haben wir es auch sonst nicht gelöscht, also, keine Ahnung, bis hier heute nicht gelöscht. So, wieder lesen. Mal rein. Hier nochmal ein paar Nachrichten geben. Schulden. Ich meine, das hätte ich jetzt letztes Mal gesehen. Okay. Also vielleicht habe ich irgendwas übersehen letztes Mal, aber glaube ich nicht. Ich glaube, das war es. Ich habe eigentlich nicht ernstlich gefunden. So, hier ist der Typ, ne? Ja? Ich hoffe, ich kriege den jetzt raus. Ich hoffe. Aufheben, genau. Ich hebe den auf und schon ist er draußen. So, und jetzt gehen wir mal. So, jetzt das Problem letztes Mal. Ich habe ihn erschossen. Also, ich habe den nicht lebendig gebracht. So, können wir erstmal hin und dann. Und es, da kam nichts von der Tussi. Wie heißt sie nochmal? Jones. Das legen wir mal rein. Komm, ablegen. Wupp, die Wupp ist weg. Und tschüss.
nicht ganz raus, ist er weg. Jetzt passiert nämlich hier Folgendes noch. Hier passiert jetzt gleich noch was. Das habe ich nämlich auch gemacht, wenn nicht. Okay, dann lassen wir es. Dann machen wir das anders. Weil wir müssen nämlich jetzt hier hoch. Da Überfall. Genau, ja. Jetzt genau. Jetzt kommt der Überfall. Jetzt ist der Überfall da. Einmal. Scheiße. X drücken. Komm. Dass ich jetzt gut gehe. So, wir sind aber noch nicht durch. Hört jetzt ja noch. Das jetzt, das habe ich mich jetzt noch nicht mitgenommen. Weil hier auf die Sache. Ah, ne, hier, da ist. Da liegt noch was, da liegt noch was. Ja. Wo liegt denn hier was? Jetzt zeigt das an. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es diesmal anders. Ich müsste nämlich folgendes machen. Wir gehen nämlich jetzt hier hoch. Hier gehen wir hoch. Ich muss nur aufpassen, dass wir jetzt nicht gekillt werden. Weil die habe ich von dem schon unten gekillt. Alles klar. Okay. Ich muss auch hier auch wieder hoch. Ich mach gerade drei. Ich guck nochmal, ob ich die da kriege, wo ich sie hergekriegt habe. Letztes Mal. Ich laufe jetzt mal hier rum. So, und ich kann gerade gucken. Von hier habe ich sie nicht gekriegt. Ob ich die wieder von da kriege. Lade mal gerade. Momentchen. So, hier in der Gasse, da kann man sie nicht kriegen. Ah, hier, das ist sie. Ist das sie? Da ist er wieder, genau. Jawohl, beigeschossen. Kopf raus. Guck, ob ich das genau hinkriege wie letztes Mal. Jetzt, da ist der Kopf. Na komm. Und Kopfschuss. Schon ist er weg. Das habe ich letztes Mal auch so gemacht. Oh Gott, guck, hier ist auch nur eine. Aber mal gucken, da bin ich hier reingegangen. Ich muss nur mal gerade gucken, wie ich das gemacht habe. Ach ja, genau, ich bin hier runter. Oh Gott, wo war das denn? Das war so cool. Ich hab die alle von hier unten irgendwie erwischt.
Ah, da. Hier, da ist er Kopf, ne? So halbwegs. Okay. Ja, das ist der. Und hier? Kopfschuss. Ja, das ist mal auch so. Das ist total geil, ey. Manchmal kriegst du die doch ein bisschen so, wenn du da. Also ich liebe eigentlich Snipers. Oh, ich liebe Snipers, ehrlich. Na jung. Also wie. Sniper ist super. Ich finde Sniper super. So, kann man hier hinten noch ein welches? Ich muss mal gerade gucken. Sniper mal ansetzen. Ich glaube, bin ich jetzt an der Seite gewesen oder wo bin ich jetzt? Da ist sie, genau, da ist sie wieder. Das sind alles Mädels, meistens. Scheiße. Okay, auf die Block jetzt. Ja, nicht ganz. Na, ich komm schon wieder. Okay. Du sollst nicht trinken beim Schießen. Da ist einer. Kopfschuss und Schütze. Alles verstaut. So, jetzt gehen wir hoch und natürlich wieder looten. Was? Ich hab mich abkacken. Ah, sehr schön, oder? Das hat wieder Spaß. Ja, genau, so habe ich es gemacht. Ist immer wieder. Jetzt gibt's wieder jede Menge. Oh, du Scheiße. Also. Hier war. Mal gucken, ob ich dasselbe kriege wieder auf da auf. Oh ja, hier auch wieder. Bin ich irgendwann nicht überladen, das war auch so. Hier, ach ja, hier kann man aufmachen. Genau, hier kann man aufmachen. Dann kann man hier mal gerade ducken durchgehen. Hat man hier. Oh, hier war aber eine bessere. Da war was Besseres drin. Scheiße. Hier war was Besseres drin. Dann werde ich gleich das neu laden, weil es ist ja, da war was richtig Geiles drin. Also sehr, sehr selten war das. Aber ich zeige euch, wo das Loot ist. Ich glaube, hier oben gibt es noch was zu lesen noch. Und dann gehen wir auch gleich mal meine Schulden bezahlen. Die haben wir nämlich auch noch offen. Mal gucken, was dann passiert. Bei dem einen. Wir haben eigentlich jede Menge Kohle da. Wasser gekauft. Hat er gerade Wasser gekauft? Ja, den habe ich dann so, weißt du, so freue mich darüber. Ah ja, genau. Ich freue mich darüber, informieren zu können, dass ihr Fahrzeug, den sie dort der Unfall reparieren will. Wir haben normalerweise das Motorrad, jetzt immer dieses Fahrzeug hatte ich immer. Ja? Ich hatte das mal aufgenommen. Aber ich hätte das nicht nehmen können, glaube ich. Nachspielen. Gespräch. Achso, ja genau, der hatte hier das auch noch drin, so ein Splitter. Okay. Hatte so ein Splitter drin. Ruf Mr. Hands an. Das hat nicht lange, ne? Mr. Hands an. Okay, ich mache das. Ruf jetzt mal Mr. Hands an. Das habe ich da nicht gemacht. Mr. Hands. Mal gucken. Anrufen. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt.
Das wäre Moment Brigitte. Nicht so leicht, an sie ranzukommen. Mama Brigitte. Mama Brigitte. Maman Brigitte? Maman Brigitte. Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ha. Jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hab was wir haben wollen. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Ja, dann mach mal. Die anderen hinweisen nach, bis der Hand an. Schauen wir mal, hier ist auch noch nicht mehr. Ach, wir lassen es einfach so laufen, weil ihr seid ja dabei. Wir lassen es so laufen, dass wir jetzt einen anderen Spielstand laufen. Laden. Lass es einfach laufen. Weil bis der Hand hat es nicht angeguckt. Ich bin gut hier lieb, ja? Das ist echt nicht wahr, ehrlich. Ah ja, genau, da war hier das Geld noch ohne Ende, genau. Manches zeigt er nicht an, ne? Ich möchte jetzt zeigt er nicht an, was für Geld. Das müsste ja auch dann anzeigen. So, ah, okay. Ich glaube, das ist ein Problem. Er ist nicht überladen. Die Leute machen wieder zu. Dann gehe ich schon mal da rein und dann in das Inventar, dann gehe ich in den Rucksack, dann gehe ich zu den Waffen und dann mache ich hier mal neu. Okay, das ist eine neue Waffe, aber es interessiert mich nicht. Tun wir mal hier Z, wo ich drücke, ne? Z, dung. Ich will mal gerade gucken, die habe ich, will ich nicht. Die nehme ich, die nehme ich. Die nehme ich weg. Ich verlege das alles jetzt erstmal so bum bum bum. Wir kriegen ja so viel Waffen, weißt du, was soll ich denn die jetzt verwahren? Den nehme ich mit. Die goldene nehme ich, die lasse ich. Ja, die goldene lasse ich. Zwei goldene habe ich sogar. Ja, die lasse ich. Die ist geil. Jetzt muss man nur aufpassen, dass ich nicht die falschen hier zerblättere. Weg. Oh, lassen wir es mal. Lassen wir es mal so. Ist okay. Ich lasse es erstmal auch alles ein bisschen. Wie? Nee. Heute ist dein Glückstag. Zumindest wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Warte mal gerade. Sagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch?
Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss für jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Wow. Verstanden. Danke. Hätte ich das jetzt vorher schon machen können? Ja, bitte. Ich will mal gerade was gucken. Laden. Haben wir hier noch eine Autosurf? 11:44. Das war gerade. Davor hatte ich den hier. 11:40. Mach doch mal gerade 11:40. Ich lade den mal gerade. Ich gucke jetzt mal gerade. Warte. Ich wollte nur mal gucken, ob das anders ist, wenn ich gerade schnell das Ding mal nehme, bevor der anruft. Mal gucken. Sonst laden wir das neu. Momentchen.